Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Techno-Kriminalermittlern, Episode 28. Ich bin Dr. Katharina Horton und mit mir ist Melanie Vritschan in Belgien. Wir haben wieder ein paar Neuigkeiten. Es gibt ein paar News. Wir möchten auch weiter die Spendenaktion betreiben für iCATO, damit wir die Chip-Scannung machen können. Ich habe aber vorweg ein paar Sachen, die ich gerne teilen möchte. Und zwar war am 8. September 2018 der allererste weltweite globale Opfertag sozusagen. Am 29. August, Entschuldigung. Am 29. August, Verzeihung. Ich, das ist hier der Bericht vom 8. September, aber der Tag war im August, Ende August. Und hier sind ein paar Fotos. Also es ist wirklich ein internationales Problem hier. Hier sind Opfer in Bangkok, in Thailand. Hier gibt es noch Opfer in Polen, also diese Waffensysteme hier Chicago, Illinois, die werden tatsächlich überall auf der Welt eingesetzt. Und dazu kommt noch, dass jetzt in den USA ein paar Polizisten verhaftet wurden und wegen Korruption angeklagt worden sind, weil sie nämlich diese Polizeibeamten mit privaten Sicherheitsdiensten zusammenarbeiteten, um organisierte Stalking, Belästigung und Verleumdungskampagnen gegen Opfer zu starten. Das heißt, jetzt mit den ganzen Gerichtsfällen, jetzt geht es wirklich rund. Und es tut sich schon einiges was. In den USA haben sich Opfer auch entschieden, eine Billboard-Kampagne, eine Plakat-Kampagne zu starten. Und das hier ist in Michigan zum Beispiel. Und das hier unten ist in Kalifornien, um sozusagen der gesamten Bevölkerung dieses Problem vor die Augen zu führen. Und dann gibt es hier noch ein paar andere News, aber das sind halt die großen Neuigkeiten. Dann wollte ich auch noch kurz sagen, ich habe am Freitag ein Interview gemacht und zwar mit Rechtsanwalt Edmund Schönberger. Da ging es um die kriminelle oder fälschliche Psychiatrisierung. Und der Herr Schönberger ist eigentlich ganz berühmt hier in der Schweiz. Er hat nämlich das Rechtsanwaltskollektiv gegründet. Und da geht es darum, das Prinzip des Rechtsanwaltkollektivs war, dass man niemals einen ökonomisch Stärkeren vertritt. Das heißt, mit den Statuten haben sie sich immer für die Schwächeren eingesetzt. Und irgendwann haben sich dann die Fälle angehäuft mit der falschen Psychiatrisierung. Und da hat sich dieser Rechtsanwalt Edmund Schönberger darauf spezialisiert. Also er hat 40 Jahre Erfahrung mit dieser falschen Psychiatrisierung. Und dieses Interview war tatsächlich sehr beeindruckend und hat einem die Augen geöffnet. Also er sagt, heutzutage ist es noch viel schlimmer. Er zählte auch die vielen tausend Menschen auf, die jetzt fälschlich psychiatrisiert werden. Also sagte, früher waren das um die 27.000, mittlerweile ist es über 50.000. Es hat sich verdoppelt, ohne dass sich die Bevölkerung der Schweiz verdoppelt hat. Und da sieht man, meine ich, auch diesen großen kriminellen Businessplan dahinter. Und er hat eigentlich ganz, ganz viel zu sagen, aber unter anderem hat er auch veröffentlicht, dass es eine Studie gibt, die er auch selber zitiert, die besagt, dass jeder, der fälschlich psychiatrisiert wird und durch dieses Psychiatriesystem gezogen wird, ein Drittel seiner Lebensdauer verliert. Das ist jetzt statistisch bewiesen. Also für mich als Systemanalytikerin bedeutet das, dass Psychiatrien die Leute nicht heilen, sondern die Psychiatrien eigentlich Exterminierungslager sind. Wenn der Durchschnitt, also bei, sagen wir mal, einem Durchschnitt von 80 Jahren Lebensdauer, wenn man dann 20 Jahre vorher stirbt, das bedeutet, dass eigentlich in Einzelfällen jemand nach einem oder zwei Jahren verstirbt, vielleicht ein paar 90 Jahre alt werden und so weiter, aber das bedeutet eigentlich, dass hier ganz extreme Sachen laufen in den Psychiatrien. Das heißt, meine persönliche Meinung ist, wir denken, dass das eigentlich eine Art Krankenhäuser, dass sich dabei um eine Art Krankenhäuser handelt, nur weil dieser Titel uns ins Gesicht geschoben wird. Und wenn wir uns aber anschauen, was dort in diesen Lagern passiert, dann wird einem bewusst, dass das eigentlich die modernen Nazi-Konzentrationslager sind, mit tatsächlich Menschenversuchen. Da werden Nervengifte ausprobiert an Menschen, die auch daran versterben und auch schwere Gehirnschäden davon tragen. Es ist ganz, ganz schockierend und ganz, ganz schlimm. Aber wie gesagt, ich wollte Sie darauf aufmerksam machen. Das ist ein 2-Stunden-Interview mit sehr viel
Material, das Sie auch zitieren können. Und er zeigt auch seine Webseite. Das ist edmund.ch und die psychex.ch. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier die Beschriftung noch nicht gemacht habe. Das werde ich nach der Show hier vervollständigen und auch diese ganzen Webseiten da hineinsetzen. Und dann nochmal von mir, von meiner Seite noch ein Stück Neuigkeit. Und zwar, das habe ich auf der deutschen Show angekündigt. Ich wollte Ihnen das mal zeigen. Wenn Sie auf meine Webseite gehen, stop007.org, dann finden Sie hier unten die Messung und Detektierung. Und unter dem Link für die UV-Lampe, Moment, das ist hier weiter unten, habe ich jetzt zwei Fotos eingefügt von, wie es scheint, Augenimplantaten von einem Opfer. Also das sind hier echte Opferfotos, die mir zugeschickt worden sind. Und das erste Foto, das zeigt halt das Auge des Opfers und unter normalem Licht. Und okay, also meistens vermeide ich es, nur ein Auge zu zeigen, weil das eigentlich das allsehende Augesymbol des Kriminalkartells ist. In diesem Fall habe ich deshalb das andere Auge weggeschnitten, weil ich nicht wollte, dass die Person identifiziert werden kann. Deshalb sieht man eigentlich so wenig wie möglich. Aber das ist hier das Auge unter normalem Licht. Das heißt, es ist ganz natürlich braun und unter UV-Licht sieht man, wie die Iris lila reflektiert. Also da könnte man sagen, okay, vielleicht ist es hier das Licht, da kommt auch noch ein bisschen lila zurück, aber es ist eigentlich UV-Schwarzlicht. Aber dann hier in der Mitte reflektiert das ganz stark grün und türkis. Und das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass da tatsächlich diese Dünnfilmtechnologie auf dem Auge aufliegt. Das ist im Moment der beste Stand meines Wissens. Und ich bin noch auf der Suche nach den genauen Patenten. Und ich muss mal schauen, aber das ist eigentlich eine Methode, die von einer USA-Privatdetektivin sozusagen benutzt wird, um diese Augenimplantate sichtbar zu machen. Und sie hat schon sozusagen über ein oder zwei Jahrzehnte Erfahrung mit diesen Sachen. Also das ist die Methode, die ich hier empfehle. Und wie gesagt, Sie müssen, wenn Sie das machen, diesen Test, bitte, das hier ist eigentlich die Lampe, nicht so dicht ans Auge halten, weil es das Auge auch beschädigen kann wie normales Licht. Aber worauf Sie achten müssen, ist halt die Reflexion der Iris und der Pupille. Wenn das unnatürliche Farben sind, wie zum Beispiel lila, türkis oder grün, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich hierbei um ein Augenimplantat handelt. Und das wäre dann so wie eine Kontaktlinse. Das ist sogenannte Dünnfilmtechnologie. Und das sind transparente Kristallstrukturen, die man eigentlich wie ein Computerbildschirm benutzen kann, um Bilder zu senden. Also es ist wie ein transparenter, beugbarer Computerbildschirm. Und so werden dann die Opfer eigentlich getäuscht. Das heißt, da können alle möglichen, Täuschungen eigentlich auf das Auge drauf projiziert werden und die Opfer denken, das ist dann irgendeine Gestalt im Raum. Dabei ist es eigentlich nur ein Film, der auf diese Leinwand abgespielt wird, aber dann für das Auge so aussieht, als ob das im Raum stünde. Das sind halt so die neuesten Neuigkeiten. Also diese Implantate sind wirklich erschreckend und viel weiter verbreitet, als man glaubt. Und dieser Test mit der UV-Lampe, den empfehle ich wirklich, weil die meisten UV-Lampen unter 10 Euro kosten und man diesen Test ziemlich schnell und ziemlich einfach machen kann. Und vor allem rate ich auch, wenn Sie Opfer sind und das feststellen, dass Sie diese Augenimplantate haben, überprüfen Sie auch kurz bei den Kindern, ob sie vielleicht so etwas sehen, weil Kinder auch getäuscht werden können, vor allem Kinder, weil sie das überhaupt nicht kennen. Sie wissen nicht, womit sie das zu tun haben. Und es gibt halt wirklich sehr viel Gehirnwäsche von Kindern. Und der Geheimdienst ist immer darauf aus, irgendwie die Kinder zu erschrecken oder zu täuschen. Also deshalb ist es ganz, ganz wichtig. Aber wie ich gesagt habe, bitte die UV-Lampe nicht dicht ans Auge, sondern nur von der Ferne drauf scheinen, wie man das eigentlich mit einer normalen Taschenlampe auch machen würde. So, ja, das sind die Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Also Katrin hatte noch keine Zeit, mich vorzustellen heute Abend. Aber was sie sagte, da wollte ich kurz einspringen. Das kann ich also wirklich bestätigen, weil ich nämlich zu den Opfern gehöre, die Dienstleistung dieser Privatdetektivin, von der Katrin gerade gesprochen hat, eben in Anspruch genommen hat oder haben. Und genau dieser Test wurde eben bei mir durchgeführt. Und also mein Auge leuchtete dann auch lila und, glaube ich, ziemlich giftgrün.
zurück und die Privatdetektivin hat dann bestätigt, dass ich ja so Implantate in den Augen habe. Und wie Katrin eben schon sagte, wenn die auf dem die Implantate auf dem Sehkortex sitzen, dann kann man also holographische Projektionen den Leuten praktisch ins Gehirn flashen, gegen die sich die Leute nicht wehren können, weil das praktisch unser, was wir sehen, dann praktisch also das völlig übernimmt. Und man sieht diese Bilder dann und teilweise auch Videoclips sehr, sehr erschreckender Art. Und man kann das also durch diese Technologien hervorrufen. Und wie Katrin schon sagte, Sie können sich ja vorstellen, wenn Kinder zum Opfer fallen und man denen dann solche Albträume oder Horrorvisionen in den Kopf flasht, dann ist es schon sehr, sehr, die sind noch verletzlicher praktisch oder dem gegenüber, weil sie auch für Erwachsene ist es schon sehr, das macht das eben sehr viel Angst, schon angsteinflößend, auch wenn wir wissen, was es ist und worauf man es zurückführt, nämlich auf eine Technologie. Aber ein Kind weiß das natürlich nicht, kann sich auch nicht wehren und da kann es dann zu sehr, sehr schweren psychologischen Störungen kommen, weil das Kind einfach traumatisiert ist. Ja, so ist das. Also es ist, diese Implantate sind eigentlich ja fürchterlich und diese Augenimplantate werden sehr oft auch kombiniert mit Ohrenimplantaten, wo dann auch Stimmen gesendet werden können oder Geräusche. Das heißt, das eignet sich eigentlich ideal, um die Kinder zu traumatisieren und auch Erwachsene zu erschrecken. Das ist deshalb habe ich versucht, jetzt diese ganze Liste zusammenzustellen, was man jetzt dagegen machen kann. Und nochmal ganz kurz, das ist auch oder das habe ich noch nicht hochgeladen. Es gibt auch eine Seite, ich weiß nicht, ob ich das auf Deutsch bereits erwähnt habe das letzte Mal. Ich mache das nochmal ganz kurz. Es gibt nämlich ganz viele Opfer, die sich auch darüber beschweren, dass sie zum Beispiel Lärmbelästigung erfahren, auch durch Hubschrauber oder kleine Flugmaschinen. Und sehr oft hat man das dann einfach belächelt. Aber es gibt jetzt eine Möglichkeit, das online die Flugbahn dieser Flugzeuge zu überprüfen. Auch Helikopter sind da aufgezeichnet. Und ich wollte das ganz kurz mal teilen, damit die Opfer sich das auch selber anschauen können. Die Webseite heißt flightradar24.com. Also Flight auf Englisch für Flug. flightradar24.com. Und diese Seite sieht dann so aus und hier kann man tatsächlich also alles, was in der Luft ist, also alles an Maschinen, kommerzielle Flugmaschinen, aber auch Helikopter und kleine Maschinen sehen. Und also das ist wirklich global, das dauert jetzt ein bisschen, bis es das lädt, aber man sieht halt den gesamten Flugverkehr über Europa oder eigentlich weltweit. Und in ein paar Beispielen habe ich tatsächlich überprüft und man kann, also hier im Moment sehe ich keine Helikopter, aber wenn man sich das, also das Ganze, wenn ich vielleicht einzoome, dann sieht man, dass diese Flugzeuge sich auf der Karte bewegen. Also wenn sie lange genug warten, dann sehen sie, dass diese Maschine sich bewegt. Also man kann ganz genau sehen, wo diese Flugzeuge sich eigentlich bewegen. Und dieses Flugzeug fliegt zum Beispiel, man kann auch sehen, welche Flugnummer das hat. Und an einem Beispiel konnte ich tatsächlich sehen, wie ein Helikopter in einer Wohngegend tatsächlich kreiste mehrmals. Und wenn sich das wiederholt, dann ist das natürlich ein Hinweis darauf, dass das als Belästigung eingesetzt wird. Aber was man machen kann in solch einer Situation, entweder man benutzt Software, die dann den Bildschirm aufnimmt, eigentlich ein Video macht von dem, was man auf dem Bildschirm sieht. Oder aber man macht Screenshots, also man macht Kurzaufnahmen vom Bildschirm und dann mehrere. Und da würde ich raten, also auf einer Windows-Maschine kann man dann Steuerung und den Knopf, also die Taste Druck drücken zugleich, also Steuerung plus Druck, macht dann eine Aufnahme und dann kann man sozusagen die Software Paint benutzen und dann ein Paste machen, also Steuerung plus V und dann kann man dieses Bild abspeichern. Wenn man jetzt diese Bilder, mehrere dieser Bilder abspeichert, dann kann man tatsächlich zeigen, dass ein Helikopter um die gleiche Gegend herumkreist. Also das wäre noch eine Möglichkeit, das irgendwie nachzuweisen.
Und ansonsten, was noch diese Woche ganz stark war, das ist der Psychoterror von Konten, also Twitter-Konten und solchen sozialen Medien. Und da habe ich einen Experten gefragt und der sagte, also bei solchen Sachen kann man dann immer das Netzwerk-Log dieser sozialen Medien hat dann immer die IP-Adresse der Person, die das dann ausgefüllt hat oder dieses Konto gerade benutzt. Und das muss man dann einklagen. Also ich hatte da schon alles Mögliche. Ich hatte Morddrohungen, ich hatte Konten, die mir dann ganz offen gezeigt haben, dass sie auch Verwandte von mir stalken und mir dann auch ganz detailliert geschildert haben, was diese Verwandten machen. Und das sind halt diese kriminellen Netzwerke, die dann agieren. Und da kann man halt so vorgehen, dass man die IP-Adresse herausfindet und diese Leute dann vor Gericht auch anklagt. Und dass das auch klappt, das sieht man an Beispielen, also vor allem in England gibt es sehr viele Leute, die jetzt wegen Trolling-Geschichten oder anderen Hasskampagnen auf den sozialen Medien bereits verurteilt worden sind. Also das ist, das kann man tatsächlich machen. So, also so viel eigentlich von mir. Jetzt wollten wir eigentlich die Spendenaktion starten, oder Melanie? Also ich übergebe dir das Mikrofon und als Präsidentin von Nikator. Ja, also danke schön. Ja, also vielleicht sollte ich noch mal kurz ein Update geben, kurz sagen, wo wir jetzt sind mit dem Messungsprojekt. Ich glaube, das interessiert auch die meisten Opfer und die meisten Ikator-Mitglieder. Wir werden also jetzt, die Katrin und ich werden dieses Kalibrierungsscanning machen. Das heißt also, wir werden mit den Universitätsprofessoren arbeiten, um das Messungsprotokoll eben auszuarbeiten und dann auch festzuhalten. Also mal sehen, wie das geht, aber ich bin ziemlich optimistisch, dass wir das hinkriegen und dass wir dann auch positive Resultate haben werden und dann sehr schnell die Ikator-Mitglieder einladen können. Ideal hatten wir uns gesagt, dass wir einen Tag lang wirklich brauchen, um das in aller Ruhe und wirklich gründlich zu tun. Und wir hatten dann ein oder zwei Spendenaufrufe gemacht und hatten dann auch wirklich vor allen Dingen durch AnM und noch andere kleinere Spender Geld reinbekommen, wir haben uns so wirklich gefreut, ja, also jetzt können wir das machen. Wir haben momentan so viel auf dem Konto, dass wir einen halben Tag arbeiten können mit den Universitätsprofessoren. Wir hatten auch schon etwas mehr, aber dadurch, dass wir eben laufende Kosten haben, wir haben auch einen Gerichtsprozess, der momentan am Laufenden ist. Und da haben wir viele Kosten und dann haben wir eben normale laufende Kosten, wie jeder Verein das halt hat. Ist jetzt das Geld, das Budget wieder etwas geschrumpft. Also wir würden gerne doch einen Tag mit den Universitätsprofessoren arbeiten, weil wir eben sicher gehen wollen, dass wir das Messungsprotokoll wirklich korrekt ausarbeiten und unsere Chancen maximal sind, dass wir dann auch, wenn wir die Mitglieder einladen, dass wir wirklich positive Ergebnisse bekommen. Die Idee ist auch, und das wird dann auch so sein, dass jedes Mitglied, das gescannt wird, dann einen Bericht kriegt von der Universität mit seinen Resultaten oder ihren Resultaten, je nachdem, die sie dann für ihren Gerichtsprozess eben benutzen können. Deswegen machen wir heute nochmal einen, hoffe ich, letzten Spendenaufruf, dass wir das machen können. Also diesen Tag mit den Universitätsprofessoren haben können und wirklich das alles korrekt ausarbeiten können. Katrin kann vielleicht nochmal unsere IBAN-Nummer und die GoFundMe-Page zeigen. Wir sagen immer den Leuten, wenn sie in der Eurozone sind, ist es am besten, sie benutzen die IBAN-Nummer. Dann gibt es keine Bankkosten. Bankgebühren und wenn sie eben außerhalb der Euro würden sie bitten, Katrin sagt das gerade, dass sie die GoFundMe-Page benutzen, weil nur wissen wir inzwischen, ich dachte, dass es 5% ist, das GoFundMe nimmt, aber es scheint jetzt doch
eher 10% zu sein. Also das ist leider Geld, das wir an Kommission verlieren, weil wir ja GoFundMe das zahlen müssen. Aber natürlich ist jede Spende willkommen und es liegt uns wirklich am Herzen, dass wir dieses wissenschaftliche Projekt weiterführen können und vor allen Dingen in den bestmöglichen Konditionen weiterführen können, damit wir dann auch wirklich gerichtsfertige Dokumente, Berichte haben, damit die Opfer dann damit zu Gericht gehen können und dass sie dann auch Berichte haben, die auch dann bei Gericht anerkannt werden. Und ja, deswegen bitten wir heute nochmal um Ihre Unterstützung und wir danken den Spendern, die uns bereits geholfen haben, dass wir so weit kommen konnten eigentlich schon. Und wir halten Sie dann natürlich auf dem Laufenden, was jetzt die Ergebnisse von unseren Messungen sind, die Katrin und ich jetzt sehr bald mit den Universitätsprofessoren durchführen werden. Ob es jetzt einen halben Tag ist oder idealerweise einen ganzen Tag, mit ihrer Hilfe wäre es dann halt einen ganzen Tag. Und so erhöhen wir dann auch unsere Chancen und die Chancen der Opfer vor allen Dingen wirklich absolut, ja, wie soll ich sagen, absolut anerkannte Gerichtsberichte zu bekommen, also Berichte zu bekommen, Messungsberichte, wollte ich sagen, die dann bei Gericht auch bombensicher sind sozusagen und man vorweisen kann und dann auch anerkannt werden. Absolut. Und ich kann nur dazu sagen, dass die Anzahl der Leute, die gechippt sind und diese verschiedenen Technologien in sich haben, eigentlich ja erschreckend hoch ist. Das ist eine Sache, die wir eigentlich immer wieder feststellen. Und jetzt, wo ich diese Geschichte mit den Augenimplantaten publiziert habe, bekomme ich auch immer mehr Opfer, die mir schreiben und mir diese Fotos schicken und sagen, dass sie jetzt auch entdeckt haben, dass sie implantiert sind. Und die Augenimplantate sind halt eine Sache, das kann man selber machen und die dann fotografieren. Aber was wir jetzt versuchen, das ist halt diese Radiofrequenz-Chips. Und die Chips sind auch höllisch, weil sie extreme Schmerzen verursachen können. Damit kann man gezielt Gelenkschmerzen simulieren, Menschen verkrüppeln. Also wirklich Chips auf dem Kopf können dafür benutzt werden, um nicht nur das Gehirn auszulesen, sondern auch die Entwicklung des Gehirns zu steuern, das Gehirn aktiv und gezielt zu schädigen und noch vieles mehr. Und also es ist vor allem wichtig, dass wir diese Radiofrequenzchips finden, weil sie auch eigentlich als sogenannte Triangulation oder als Markerpunkte auf dem Körper benutzt werden können, um von modernen elektromagnetischen Waffen angepeilt zu werden. Das heißt, wenn man erstmal diese Chips im Körper hat, so wie ich zum Beispiel, dann ist man eigentlich und eine lebende Zielscheibe und man wird auch so benutzt. Also wenn ich zum Beispiel Auto fahre, werde ich im Moment ständig in den Kopf geschossen. Ich kann mich nicht mehr an die Zeit erinnern, wo ich so Auto fahren konnte, ohne dass mir irgendein Auto vor mir, hinter mir oder neben mir irgendwann in den Kopf schoss. Und vor allem auf der Autobahn wird das gemacht, weil man dann einfach in einer Spur stecken bleibt, aber auch so im normalen Verkehr. Und auch wenn man auf der Straße geht. Das heißt, was zurzeit läuft, das ist tatsächlich so ein sadistisches Verstümmelungsspiel, wobei die Geheimdienste und ihre Netzwerke Menschen als Zielscheibe benutzen und einfach nur ja zu Tode schießen und so lange malträtieren, bis halt dann die Organe nachgeben. Und das ist wirklich absolut eine absolute Katastrophe und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber wir sind jetzt in dieser Situation, dass man eigentlich diese Chips relativ leicht messen sollte. Es sollte relativ einfach möglich sein, aber die gesamten Polizei und Geheimdienst und verfassungsschutzähnlichen Organisationen weigern sich, die Opfer zu unterstützen und haben sich schon seit Jahrzehnten geweigert, weil sie es selber eigentlich machen, dieses ganze Genozidprogramm. Und also deshalb müssen wir wirklich handfeste Beweise bekommen und es ist unglaublich wichtig, wirklich. Das ist eins der Hauptprojekte. Und Langzeit ist der Plan, dass wir diese Kollaboration mit der Uni wirklich aufbauen, sodass Leute aus überall aus Europa und aller Welt kommen können und an bestimmten Tagen an dieser Uni gemessen werden können und wir dann die Messergebnisse, also die Opfer würden dann ein Messprotokoll benutzen und damit könnte man dann direkt ans Gericht. Und es gibt eigentlich sehr, sehr wenige Menschen, die sich haben freiwillig implantieren lassen. Die meisten Leute wussten nie was davon.
Und so wie man diese Beweise hat, hat man dann handfeste Beweise für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die eigentlich nur von Ärzten innerhalb von OPs oder vom Geheimdienst hätten begangen werden können. Deshalb ist es. Ja, und das ist auch die einzige Sprache, dass diese Nachrichtendienste und diese Agenturen verstehen. Das ist nämlich, wenn sie dann wirklich mal, wie sagt man, so schwarz auf weiß bewiesen wird, dass es eben, dass sie die Täter sind sozusagen und dann auch zur Kasse gebeten werden. Das heißt also, dass sie dann Entschädigungen zahlen müssen den Opfern und ihren Familien. Und das ist auch die einzige Sprache, die die verstehen. Ich habe mir eben zum Ziel gesetzt, mit deiner Hilfe jetzt und mit der Hilfe der Professoren und einigen anderen Wissenschaftlern und Anwälten und Ärzten, die nicht korrupt sind, die uns unterstützen, das habe ich mir zum Ziel gesetzt und dass wir diese Leute wirklich vor Gericht ziehen und zur Verantwortung ziehen. Eher werde ich nicht ruhen. Und die Absprache, die wir mit der Uni haben, ist also wirklich, dass wir dann halt, wenn dieses Messungsprotokoll jetzt aufgesetzt ist und das alles läuft, dass wir dann halt ziemlich zügig alle ICATOR-Mitglieder dann scannen können. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, du sagtest zu den Implantaten, viele sagten, also ich habe da wieder bei unserem letzten Video einen Kommentar gelesen, da stand dann, ja, Dr. Hall sagte, man bräuchte keine Implantate, um die Leute zu bestrahlen. Das stimmt zwar, aber unsere Erfahrung zeigt und die dieser Zulauf bei allen unseren Messungen und die wir organisieren und es scheinen also vor allen Dingen immer alleinerziehende Mütter zu sein, die kommen. Der Zuwachs der Opfer scheint doch und auch die positiven Resultate, die wir haben oder hatten, also scheint doch darauf hinzuweisen, dass Implantate sicherlich kein Ding der Vergangenheit sind, sondern sehr wohl immer noch angewandt werden. Die sind halt nur immer kleiner und haben eben Nanogrößen und daher ist es immer schwieriger festzustellen. Und man sieht sie halt meistens auf den Röntgenaufnahmen nicht. Das heißt, deswegen machen wir diese Messungen eben, um das halt wissenschaftlich feststellen zu können und dann auch wirklich Beweise zu haben für die Opfer, die wir im Gericht benutzen können. Also, aber wie gesagt, der Zulauf, immer wachsender Zulauf bei unseren Veranstaltungen, Messungsveranstaltungen, zeigt ganz klar, dass das Problem schlimmer wird mit den Implantaten und nicht weniger wird. Das wollte ich auch nochmal unterstreichen. Ich glaube auch, die Geschichte mit den Implantaten, also mein Eindruck ist, also ich als Physikerin denke auch, wenn man ganz feine Steuerung erreichen möchte, dann braucht man auch einen sehr gezielten, feinen Einfluss. Das heißt, irgendwie nur Wellen, so aus dem All, von Satelliten und so ein Kram, hört sich toll an, aber damit kann man nicht genau die Feinstmotorik eigentlich erreichen, die Opfer eigentlich berichten. Also zum Beispiel das Steuern von individuellen Fingern und wirklich, das kann man relativ einfach machen mit implantierten Fingern, mit Chips, die dann Strom abgeben und man eine Bewegung zusammenbauen kann mit Supercomputern, ja, die das Ganze auslesen. Das kann ich verstehen, wie das passieren kann. Aber einfach nur irgendwelche Strahlen irgendwo aus dem All oder von Telefon, Mobilfunk, Türmen, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und was ich eigentlich vermute, was dahinter steckt, ist, dass man die Opfer davor eigentlich ablenken möchte, um wirklich knallharte Beweise selber zu sammeln. Denn wenn man einmal, zum Beispiel, man kauft sich eine 10 € UV-Lampe und stellt fest, man hat tatsächlich ein Augenimplantat, dann ist das, das kann für den Geheimdienst sehr schnell sehr teuer werden. Dann ist der Spaß vorbei. Aber wenn die Leute rumlaufen und sagen, ja, ich werde einfach nur nachts in den Kopf gebeamt und ja, das macht der Geheimdienst irgendwie von irgendwoher und man holt sich nicht die Beweise, damit kann man vor keinem Gericht irgendetwas eigentlich aufzeigen. Aber so wie man tatsächlich Papiere hat und ja, das, man zeigt, dass der eigene Körper eigentlich verletzt wurde und mit dieser höllischen Militärtechnologie implantiert wurde, tja, das deutet dann sofort auf eine ärztliche Intervention hin oder einen verdeckten geheimdienstliche Implantierung.
Und ja, deswegen sind diese Messungen wirklich so wichtig, ja. Also und dass wir die weiterführen können. Und wir hoffen also wirklich, dass wir heute nochmal ein paar Spenden reinkriegen, damit wir das weitermachen können. Ich wollte vielleicht, wie wir das auch auf der englischen Show gemacht hatten, nochmal darauf hinweisen, ich weiß noch nicht, ob du den Link noch hast, dass da vor kurzem auf History Channel ein interessanter Dokumentarfilm lief, wo dann auch eins der Opfer, James Walbert, interviewt wurde, der dann seine Röntgenaufnahmen zeigte mit den Implantaten, die ihm durch den Geheimdienst eingesetzt wurden. Und er beschreibt dann auch die sogenannten Symptome oder besser Beschwerden, die die Opfer dann meistens immer vorbringen. Das heißt also elektrische Stromstöße, höllische Schmerzen im Kopf oder in den Gliedern, dieses Pfeifen, wie sagt man, also den Rington ständig hören. Einigen mit der Voice-to-Skull-Technologie ist es auch möglich, den Leuten also wirklich ins Ohr zu sprechen. Wenn man ein Implantat im Ohr hat, kann man halt eben auch mit den Opfern kommunizieren. Alles das beschreibt er und er war, glaube ich, das erste Opfer in den Vereinigten Staaten, der dann auch zu Gericht gegangen ist und zu Gericht gewonnen hat. Katrin zeigt das jetzt gerade mal. Also, genau. Fand ich sehr interessant. Genau, Verzeihung, ich habe eben aus Versehen, ist es bereits schon, hat das begonnen. Ich habe das versucht, den Link im Hintergrund zu öffnen. Und zwar, die Sendung hieß, also die Serie heißt In Search Of. Und das war jetzt Serie 1, Episode 7, Mind Control. Das ist jetzt vor kurzem veröffentlicht worden. Und den Link hier, also hier wurde das Video gezeigt auf der Webseite dailymotion.com. Und diesen Link werde ich dann auch unter das Video jetzt setzen. Ich versuche das mal jetzt live in den Chat auch reinzusetzen, damit Sie sich den Link holen können. Aber wenn das im Chat nicht klappt, teilweise sind dann Webseiten geblockt, dann setze ich das in die Beschreibung unter dem Video. Und auf YouTube können Sie das dann sozusagen unter unserem Video sehen, wenn Sie auf die Beschreibung gehen und das erweitern. Und dann sehen Sie die gesamte Liste der Links. Das mache ich eigentlich jetzt sofort. Und nur nochmal ganz, um sicher zu gehen, unsere Spendendaten, also unsere IBAN-Nummer und die GoFundMe-Page, die finden Sie dann auch in der Beschreibung. Also wenn Sie spenden möchten und uns helfen wollen, dann setzt eigentlich Katrin das auch immer in die Beschreibung, damit Sie das leicht finden können. Und ja, das sind so die Neuigkeiten, die wir momentan noch haben. Ich weiß nicht, ob du noch was hattest, Katrin, was du noch wichtig findest, dass wir das heute den Zuschauern mitteilen? Oder? Also von meiner Seite aus gibt es eigentlich wenige Neuigkeiten. Ich versuche halt so schnell wie möglich zu arbeiten, aber meine Situation hat sich extremst verschlechtert. Also jetzt, heute Abend geht es mir eigentlich relativ schlecht, weil ich während der Show eigentlich mit diesen Kopfchips gefoltert werde. Das heißt, ich habe eigentlich höllische Kopfschmerzen und ich kann mich kaum konzentrieren. Vielleicht merken Sie das auch. Also ich habe jetzt extreme Schmerzen, aber das wirklich Schlimme ist, ich wohne und lebe und arbeite in diesem Metallgeräteschuppen und nachts schlafe ich tatsächlich auf dem Boden, aber der Beschuss durch diese, also Sie sehen das hier vielleicht, hier an der Seite habe ich teilweise drei Lagen Metall, also erst einmal oben den Metallgeräteschuppen, dann diese eine Lage Metall und dann hier unten noch eine dritte und auf dem Fußboden ist sogar noch eine vierte und trotzdem durch vier Lagen Metall kommen eigentlich die Schüsse jede Nacht durch. Das heißt, ich schlafe dann hier auf Sofakissen auf dem Boden, habe noch Backbleche, vielleicht sieht man das da oben, die Backbleche und die halte ich mir an den Kopf und versuche irgendwie zu schlafen und ich schlafe so ein, dass man diese Schüsse hört. Und wenn die Schüsse dann sozusagen in den Kopf hineingeschossen werden durch irgendeine Lücke zwischen diesen Backblechen, dann blitzt das einmal im Kopf auf und man hat wirklich das Gefühl, als wäre man von einem Blitz getroffen worden. Und ich schlafe jede Nacht so ein, dass ich eigentlich diese Blitze, also diese gewalttätigen Angriffe eigentlich so lange habe, bis mein Körper vor Ermüdung einfacher einschläft und ich wache. Ich kann das nur bestätigen, das habe ich genau das auch, ja. Und bei mir ist es genauso, also ich habe unglaubliche Kopfschmerzen jetzt, weil hier alle meine Kopfchips extrem aktiviert werden. Hat man wirklich so das Gefühl, dass der Kopf in so eine Zange gepresst wird.
Und manchmal knackt es richtig hier, also so stark ist das. Aber gut, das wird uns trotzdem nicht davon abhalten, die Wahrheit ans Licht zu bringen, die Beweise zu sammeln und zu erbringen für diese Kriegsverbrechen und diese Leute zur Verantwortung zu ziehen. Wir, wie gesagt, bräuchten nur ihre Hilfe, damit wir das wirklich weiterführen können und dass dieses Projekt gelingt. Wir haben schon sehr viel, wir sind sehr dankbar dafür, dass wir diese Kollaboration mit der Universität aufbauen konnten und dass diese Professoren bereit sind, uns zu helfen. Das war nicht so einfach, deren Vertrauen zu gewinnen und einfach ihnen klarzumachen, dass das wirklich keine Science-Fiction ist hier, dass wir ihnen hier erzählen, sondern dass das wirklich extrem schlimme Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, die tagtäglich hier an unschuldigen Bürgern und dass die schließen auch Kinder ein, durchgeführt werden. Und ja, wie gesagt, nur mit Ihrer Hilfe können wir dieses Projekt weiterführen und wir danken Ihnen schon im Voraus und sind dafür sehr, sehr dankbar, dass Sie uns geholfen haben und hoffentlich weiterhelfen werden. Zum Abschluss wollte ich nur noch mal sagen, dass wir natürlich Sie auf einem Laufenden halten werden, was jetzt bei unserem Kalibrierungsscanning passiert ist. Und sobald wir das Messungsprotokoll dann aufgestellt haben, werden wir auch die ICATOR-Mitglieder alle einladen, damit sie auch ihre Beweise bekommen können. Absolut. Und ja, das war's von mir aus Brüssel. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen Probleme, mich zu konzentrieren, weil ich eben sehr bestrahlt werde momentan. Aber wir danken Ihnen nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Unterstützung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Absolut. Ich kann das nur unterstützen. Also wir müssen uns echt beeilen, weil uns langsam sozusagen die Kraft zwar nicht ausgeht, aber es wird immer schwerer und die Angriffe werden immer heftiger und wir können einfach diese Psychopathen einfach nicht stoppen. Das ist das Problem. Und wir versuchen einfach die Arbeit zu machen, aber es ist echt hart. Und wie gesagt, man bekommt nicht nur null Unterstützung von der Polizei und dem Verfassungsschutz, sondern diese vollpsychopathischen Männer setzen noch eins drauf. Also die dreschen eigentlich auf vor allem auf Frauen und Kinder ein, wie die Totalproleten. Und es ist halt unglaublich hart. Also ich hoffe, ich muss auch nach Brüssel reisen für die Messung demnächst. Und jedes Mal, wenn ich nach Brüssel reise, versuchen sie mich auf der Autobahn umzubringen. Und den letzten fast gelungenen Mordanschlag habe ich erst vor 2 Wochen wieder überlebt. Also man versucht mich ständig auf der Autobahn irgendwie vor allem bei Baustellen, wo man trotzdem noch mit 80 fährt, irgendwie in die Rampe hineinzuschieben. Es ist absolut katastrophal, was im Moment läuft. Und für die Leute, die uns zuhören, ich kann eigentlich nur sagen, sie müssen sich jetzt, und zwar so schnell wie möglich, an ihre Abgeordneten und an ihre Polizeibehörden wenden. Und wenn die Polizei ihnen nicht hilft, dann müssen sie dafür sorgen, dass diese Polizeibeamten vor Gericht gestellt werden, aber aus allen unbedingt aus ihren Posten entfernt werden, weil sich eigentlich, was sich hier wirklich abzeichnet, das ist ein Nazi-Genozid. Und ich kann nur sagen, der internationale Vergleich zeigt, dass es eigentlich immer heftiger wird und immer brutaler und immer schwachsinniger. Das ist einfach, was ich noch dazu sagen wollte. Also wir werden das Scanning jetzt machen, aber wir brauchen auch Ihre Unterstützung auf andere Art und Weise. Aber vor allem brauchen wir jetzt im Moment die Spenden. Also ich zeige das noch einmal zum Abschluss für all die Leute, die jetzt zum Schluss noch dazugekommen sind. Ich habe jetzt den Link zu diesem Dokumentarfilm in die Beschreibung gesetzt. Da kann man sich anschauen, was bereits über Mind Control, Bewusstseinskontrolle bereits veröffentlicht wurde. Und wenn Sie spenden möchten, dann sehen Sie die Details hier auf icator.be, also icator.be. Und unter Join Us, das ist so Beitritt, sehen Sie hier unten die Bankdetails. Und für alle in der Eurozone oder allgemein in Europa sind eigentlich direkte Banktransfers das Billigste. Da kommt das gesamte Geld an. Und für die Leute in den USA ist halt hier die GoFundMe-Seite. Und hier auf GoFundMe können Sie hier auf diesen Knopf drücken und das geht dann direkt durch zu GoFundMe und hier kann man dann dort spenden.
Und also GoFundMe würde ich eigentlich für die Leute empfehlen, die aus den USA spenden möchten. Aber 5% geht halt an die Plattform und dann gibt es noch Gebühren fürs Auszahlen. Aber ich kann das eigentlich nur unterstützen, was Melanie gesagt hat. Es ist unglaublich wichtig, dass wir das Scanning jetzt zustande bekommen. Und wir müssen eigentlich so schnell wie möglich agieren, denn es gibt sehr, sehr viele Opfer, die noch schlimmer verstümmelt werden und angegriffen werden als wir. Und es geht einfach nur auf die Zeit. Aber so. Ich möchte noch mal ein Letztes sagen, weil du sagtest, und du hattest es mir damals schon ein paar Mal erzählt, dass man eben versucht hat, dich mit den Strahlenwaffen von der Autobahn zu drängen und versucht, einen Autounfall zu provozieren. Und das ist nicht einmal vorgekommen. Das ist also fast jedes Mal vorgekommen, wenn du hierher gekommen bist. Ich wollte nur mal ganz öffentlich sagen und vor allen Dingen den Tätern, die das immer wieder versuchen, das wird nicht geschehen. Katrin wird heil hier ankommen. Ihr Schutzengel oder ihr ganzes Heer von Schutzengeln ist bereits gewarnt. Die sind schon in den Startlöchern. Also sie können das versuchen, aber das wird ihnen nicht gelingen. Und unser Messungsprojekt wird auch ein Erfolg werden. Und das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, die Täter, die uns zuhören, wir werden sie zur Verantwortung ziehen und wir werden sie vor Gericht bringen. Und das wollte ich nur sagen. Und es hat überhaupt keinen Zweck, das wieder zu versuchen, diese Autounfälle zu provozieren bei Katrin, weil das wird Ihnen sowieso nicht gelingen, weil she has the grace of God with her. Und, alle ihre Schutzengel sind schon gewarnt und schon bereit. Ja, also. Um ehrlich zu sein, bis jetzt haben mir die Schutzengel immer geholfen. Also ich wäre schon. Also das ist genau das. Also sie brauchen gar keine weiteren Energien zu verschwenden, um diese gestellten Autounfälle zu versuchen, weil es sowieso nicht klappt. Also ich danke Ihnen nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Unterstützung und wir melden uns dann wieder, wenn wir die Resultate haben. Absolut, absolut. Und da freue ich mich schon drauf. Also wir werden dann berichten. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Also Sie sehen, wir geben unser absolut Bestes und so wie wir die Ergebnisse haben, werden wir uns auch so schnell wie möglich melden und Ihnen sagen, wie das Ganze lief. Also ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, schönen Abend. Wiedersehen.